Selten waren die US-Arbeitsmarktdaten so wichtig wie heute, denn wir haben einen sehr hawkischen Jerome Powell erlebt, wir haben eine ziemlich dovische Fed außer Jerome Powell erlebt und es ist vor allem der Arbeitsmarkt, der eben diese hawkische Haltung von Jerome Powell begründen kann. Und wir hatten kürzlich die JOLTS-Arbeitsmarktdaten, die waren viel besser als erwartet und die Märkte denken sich, oh, das ist ungünstig. Gleichzeitig sehen wir einen Abverkauf bei den großen Nasdaq-Werten, einer Amazon, einer Google. Die einzige, die trotz Verlusten sich noch hält, ist Apple. Dazu gleich mehr, die gefährlichste Aktie dieser Welt, meine Damen und Herren. Jedenfalls ergeben sich aus meiner Sicht vor den heutigen US-Arbeitsmarktdaten Chancen und das wollen wir uns mal anschauen, was da eigentlich unter der Oberfläche passiert und welche Entscheidungen daraus resultieren könnte, etwa wie man sein Kapital allokiert. Hier sehen wir zunächst mal, was es erwartet, 200.000 neue Stellen, wichtig, die Stundenlöhne 0,3 erwartet. Das ist so die Konsenserwartung hier für die Zahlen, die heute ja um 13.30 Uhr kommen, weil die Amerikaner ja erst jetzt am Wochenende die Uhr umstellen wollen. Und hier sehen wir mal diese JOLTS, die besser reingekommen waren mit 10,7 Millionen Stellen. Daraufhin die Märkte abverkauft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man ignorierte, als diese JOLTS kamen. Das war in dieser Woche, dass beim ISM-Index die Preiskomponente deutlich unter 50 gefallen war. Man fokussiert sich also hier sehr stark auf den US-Arbeitsmarkt, wie die Fed das eben auch tut, mit einem nachlaufenden Indikator. Aber selbst diese JOLTS, wie Sie hier in der oberen Grafik sehen, sind in einem Abwärtstrend. Wir haben wahrscheinlich jetzt nochmal einen Ausreißer nach oben gesehen. Diese Grafik von Goldman Sachs zeigt, dass auch hier schon die Kurve nach unten weist. Wir also weniger angebotene Stellen haben tendenziell und auch der Arbeitsmarkt nicht mehr wirklich gut aussieht. Hier unten sehen Sie mal die Non-Farm Payrolls, also die Daten aus den Vormonaten, wie die ausgefallen sind. Auch hier tendenziell ein klar erkennbarer Abwärtstrend bei den neuen Jobs. Hier mal Big Data. Was sagen uns die einzelnen Komponenten? Wir hatten ja den ADP, der war besser als erwartet. Wir haben hier dann durch Zensus noch einen gewissen Einfluss. Da werden also Leute für die Zählung eingestellt. Teilweise, das ist durchaus ein relevanter Faktor, während Google Mobility Daten zeigen, dass wir gar keine Veränderung bei den US-Arbeitsmarktdaten haben sollten. Schwer immer im Vorfeld das wirklich zu eruieren, zumal eben ja auch mit Seasonal Adjustments, mit dem Birth Death Model, was da alles hin und her gedreht werden kann. Also diese US-Arbeitsmarktdaten sind eigentlich so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, fragwürdig. Das ist letztendlich mit so vielen Revisionen versehen, das hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber ich kann mich an Monate erinnern, wo praktisch die Märkte krass reagiert haben auf die Zahl und dann kam die Revision und die Märkte hätten, wenn sie die endgültige Zahl gehabt hätten, ganz anders reagiert. Das zeigt so ein bisschen, wie krass diese Geschichte ist. Dennoch, egal, wir schauen uns an, wie dürften die Märkte reagieren. Goldilocks, so sagte Goldman Sachs, wäre eine Zahl unter 100.000. Worst Case wäre eine Zahl über 300.000. Bad News is good news für die Märkte, eben im Hinblick auf die Fed. Kommen schlechte Konjunkturdaten, nährt das die Hoffnung, dass die Fed nicht ganz so ernst macht mit ihrer Geldpolitik. Wir sehen jetzt übrigens ja auch die höchsten fortgesetzten Arbeitslosenanträge in den USA seit März. Auch hier geht die Kurve ganz klar nach oben, das heißt mehr Anträge von Leuten, die dauerhafter arbeitslos sind. Wir sehen also in allen Bereichen, dass der Trend am Arbeitsmarkt bereits gekippt ist, aber wir nach wie vor einen Paul, Jerome Powell haben, der eben argumentiert, ja, ja, der Arbeitsmarkt ist ganz, ganz eng und wie es tatsächlich aussieht, allein hier in den letzten 24 Stunden Lyft 13% der Belegschaft, Opendoor 18%, wie sie alle heißen, Twitter, da wird es heute scheppern für die Hälfte der Belegschaft und vor allem scheppert eben im Immobiliensektor, da werden extrem viele Immobilienmakler und davon gibt es sehr viele in den USA oder Leute, die in irgendeiner Form mit Immobilien zu tun haben, die stehen vor einer sehr schlechten Zukunft, weil schlichtweg dieser Immobilienmarkt praktisch keine Jobaussichten mehr bietet, weil nichts mehr verkauft wird, nachdem die Hypothekenzinsen so stark gestiegen sind, gehen Transaktionen deutlich zurück. Das ist ein Faktor, der sich richtig stark auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Dennoch, diese Arbeitsmarktdaten sind wirklich jetzt wichtig. Normalerweise sind ja in letzter Zeit die Inflationsdaten die entscheidende Komponente geworden. Die kommen jetzt nächste Woche, aber
Ganz früher war mal die US-Handelsbilanz das Allerwichtigste, dann die US-Arbeitsmarktdaten, jetzt sind es die Inflationsdaten. Mike Wilson sagt, ja, hier diese Non-Farm Payrolls von heute, die werden extrem wichtig werden, wichtiger noch sogar als eben die Inflationsdaten nächste Woche. Und er sagt eben auch 3650 bis 3700 Punkte im S&P 500. Das ist das, was gehalten werden muss. Gestern haben wir die 3700 gehalten im S&P 500. Dennoch, die Enttäuschung über den hawkischen Powell, die ist wieder greifbar gewesen. Der hat die Terminal Rate nach oben gesetzt, also den Zinsgipfel, den Hochpunkt der Zinsen nochmal nach oben geschoben. Erneute Enttäuschung der Märkte. Wir sehen jetzt die invertierteste Zinskurve, 2- und 10-jährige seit dem Jahr 1982. Und man muss sich wirklich fragen, was da abgelaufen ist. Ich hatte das gestern im Marktgeflüster ja auch thematisiert. Du kannst nicht erst ein dovisches Statement geben und dann hawkisch reden. Das macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Und vor allem, was Paul gesagt hat, naja, lieber hauen wir zu fest drauf, weil dann können wir ja wieder mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Tools die ganze Geschichte reparieren. Das ist eine sehr gefährliche Selbstüberschätzung, Herr Paul. Wenn du etwas kaputt machst mit deinem Overtightening, dann kann es sein, dass das eben nicht mehr durch Geldpolitik reparabel ist. Da zeigt sich so eine gewisse Hybris, die ich interessant finde. Jedenfalls sehen wir, dass diese Terminal Rate tendenziell nach oben gegangen ist, was die Tech-Werte dann eben besonders belastet. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der VIX nicht wirklich steigt, also die Volatilität der S&P 500 Aktien in den nächsten 4 Wochen, die von Optionen bepreist wird, meine Damen und Herren. Das ist ein Rätsel, das hier stattfindet. Wir haben tendenziell fallende Indizes gesehen jetzt, wir haben einen fallenden S&P gesehen, aber dennoch ist der VIX nicht wirklich gestiegen. Sind es Algos, die hier manipulieren, wie dieser Twitter-Account sagt, sie manipulieren, indem sie die implizite Volatilität nach unten drücken, während die explizite Volatilität oder die realisierte Realität, wie es korrekt heißt, die ist deutlich gestiegen. Das ist ein bisschen seltsam. Irgendwas ist da schon im Busch. Irgendwas dreht da. Irgendwer dreht da. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass wahnsinnig viele Leute Putz draußen haben? Die werden tendenziell wertvoller, wenn die Kurse fallen und dann auch die Volatilität noch steigt. Calls werden teurer, je höher die Volatilität ist im Optionsbereich. Und diese Optionen, die werden ja immer wichtiger, immer entscheidender für die Märkte, weil diese Hebelfunktionen, die in diesen Optionen enthalten ist, eine immer größere Rolle spielt. Jetzt wollen wir uns mal die aktuelle Ausgangslage, die Märkte anschauen vor dem heutigen Arbeitsmarktdaten. Wir sehen hier Sven Hendrik mit der Beobachtung, dass die Divergenz, der Abstand zwischen dem Dow Jones und dem Nasdaq selten so hoch war wie jetzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Abstand so hoch war. Alle rein in Value, alle raus aus Tech. Und einer lügt, ja, also entweder hat der Nasdaq recht oder der Jones hat recht. Wahrscheinlich hat im kurzen Zeitfenster der Nasdaq recht, im übergeordneten der Dow Jones, aber sei es drum, hier sehen wir mal das Verhältnis in der rechten Grafik Russell Growth gegen Value, also Wachstum gegen Value, und hier sehen wir, da sind wir schon ganz, ganz unten angekommen, da sind wir total ausgebombt. Ist das jetzt eine Situation, bei der man davon ausgehen kann, dass Nasdaq weiter fällt und Dow Jones sich viel besser hält? Ich denke nicht, das wird jetzt eher unwahrscheinlicher in den nächsten Tagen. Hier sehen wir mal Amazon, den Abverkauf, der sich hier immer weiter fortsetzt. Jetzt ist Amazon an einer wichtigen Trendlinie nach unten angekommen. Gleichzeitig sehen wir, dass der RSI weit unter 30 gefallen ist. Also so wahnsinnig viel Luft im kurzen Zeitfenster. Kurzfristig ist da nicht mehr. Ähnliches Bild bei Google. Die sind sogar runtergefallen oder aus diesem Abwärtstrendkanal rausgefallen, während Microsoft, auch ja ein riesiges Schwergewicht, diesen Abwärtstrendkanal zumindest nochmal hat verteidigen können. Aber aus meiner Sicht gute Chancen, dass da mal ein Rebound kommt, dass diese großen Dickfische da so eine kleine Erholung zeigen. Im kurzen Zeitfenster übergeordnet dürfte die Geschichte allerdings schwierig werden, denn hier sehen wir mal den S&P 500 und dann Growth zu Value, also das Verhältnis von Wachstum zu Value, und sehen, hier sind wir eigentlich unter diesen Aufwärtstrend gefallen. Wir haben diesen Aufwärtstrend gebrochen, sagt, dass die Outperformance von Tech-Werten, die in den letzten Jahren der Fall war, absehbar erstmal zu Ende ist. Dennoch können wir eben einen Rückschnapper sehen, nochmal eine Erholung sehen, angesichts einer Performance von Meta minus 73%, Amazon minus 43%,
46, eine Apple dagegen nur minus 23, wollen wir uns gleich mal merken. 90%, über 90% der Tech-Aktien sind in einem Bärenmarkt. Das ist fast schon schlimmer als bei dem Platzen der Dotcom-Blase. So, und jetzt eine, wie ich finde, extrem wichtige Grafik. Hier sehen wir den S&P 500 oben auf Daily Basis und wir sehen das Verhältnis Growth zu Value im S&P 500. Wenn wir einen fallenden S&P 500 hatten, aber Growth zu Value sich erholt hat, also die Growth-Werte, die Wachstumswerte sich besser entwickelt haben als Value, dann war das eine positive Divergenz und wir haben dann einen steigenden S&P 500 gesehen. Wenn es andersrum war, wenn wir also gesehen haben, dass der S&P 500 gestiegen ist, aber Growth, Wachstumswerte im Vergleich zu Value nicht wirklich gestiegen sind, sondern gefallen sind, dann war das eine negative Divergenz, die dann immer Tops, Bärenmarkt-Rally-Tops angekündigt hat. Und das große Problem jetzt bei der Erholung, die wir gesehen haben, ist, dass wir hier keine Divergenz gemacht haben. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir zumindest jetzt nochmal ein neues Tief, ein Verlaufstief ausbilden oder vielleicht knapp über diesen Verlaufstief sind, also auf jeden Fall nochmal Schmerzen vor uns liegen, auch wenn wir kurzfristig vielleicht nochmal diesen Erholungsbounce gerade bei den Nasdaq-Werten sehen können. Wir sehen Bullish und Bearish Signals beginnt zu drehen, kann dann nochmal sich nach oben so ein bisschen entwickeln, negative Divergenz und runter. Insgesamt sehen wir, dass jetzt eben die durchschnittlichen FANG-Aktien 50% etwa von ihrem Peak gefallen sind und das in der Situation, wo Powell praktisch klar gesagt hat, er wird overtighten, also er wird die Geldpolitik praktisch übertreiben, das hat er mehr oder weniger ja direkt gesagt. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wer sind denn da wirklich die Kandidaten, die schon auf die Mütze bekommen haben und wer eher nicht. Wir sehen zum Beispiel eine Amazon, die jetzt 7 Tage in Folge gefallen ist, das ist die längste Strecke seit dem Jahr 2019, hat praktisch in diesem Jahr 760 Milliarden Dollar an der Marktkapitalisierung verloren. Das ist mehr als 495 der 500 S&P 500 Aktien überhaupt an Marktkapitalisierung haben, hat Amazon in diesem Jahr bereits verloren. Auf der linken Seite sehen Sie, welcher Sektor ist besonders abhängig von China? Und das ist der Tech-Sektor mit 12%, gut 12%, etwa ein Achtel aller Umsätze und Gewinne für die US-Tech-Konzerne kommen aus China. Und wer ist da besonders betroffen? Apple, meine Damen und Herren, die haben nämlich 18% ihrer Umsätze in China und sie produzieren ja in China. Wir sehen jetzt, dass Apple in Sachen Marktkapitalisierung mehr wert ist als Google, Amazon und Meta. Gut, über Meta brauchen wir nicht sprechen, aber wir sprechen über Google, eine Firma, die nach meiner Auffassung werthaltiger ist als Apple. Apple verkauft teure Produkte, die natürlich stylisch sind, die eine Fanbase haben, gar keine Frage, aber Google ist praktisch der Manager des Internets, des westlichen Internets, sagen wir mal so. Da spielt Apple keine große Rolle. Apple ist auf den Verkauf von iPhones vor allem angewiesen, um möglichst viele Nutzer eben in seinem Netzwerk, das ja komplett abgeschlossen ist, zu haben. Dann haben wir eine Amazon, die schon ziemlich ausgebombt ist, die aber dennoch nicht verschwinden wird aus meiner Sicht, die dennoch jetzt eben langsam interessant wird unter Bewertungsfragen oder interessanter, als sie es vorher gewesen ist. Und dann dagegen eine Apple, die nur relativ wenig bisher verloren hat oder deutlich weniger, deren Risiken aber aus meiner Sicht deutlich höher sind als bei den anderen, vor allem als bei Amazon und vor allem bei Google. Wir sehen jetzt in China, by the way, Alibaba und Tencent mit starken Rallyes, das geht ja rauf und runter bei diesen Herrschaften, aber nochmal zurück zu Apple. Wir sehen jetzt eine Konstellation, einen Abstand zwischen Apple und diesen anderen großen Tech-Aktien, die ist in weniger als in 0,3% der Fälle der Fall war, wie hier Julian Bridgen zeigt. Das heißt, diese Outperformance von Apple, auch wenn die in den letzten Tagen auf die Mütze bekommen hat, die dürfte nicht mehr lange anhalten. Das heißt, Apple ist der letzte General, der noch zu erschießen ist. Die anderen sind schon erschossen, die anderen haben schon auf die Mütze gekriegt. Apple beginnt jetzt auf die Mütze zu kriegen und wahrscheinlich wird Apple dann mit seinem Fall nochmal diese neuen Tiefs auslösen bei den US-Indizes. So steht zumindest zu vermuten. Kommen wir kurz nach Europa. Heute
Die Erzeugerpreise, hier ist ein Rückgang erwartet von 43,3 auf 42,0% um 11 Uhr. Das wird interessant zu beobachten sein. Heute Morgen schon Auftragseingänge der deutschen Industrie mit kräftigem Absturz, minus 4%, war so überhaupt nicht erwartet worden. Klar, Energiekrise. Und wir haben hier Malte Torben mit einem Tweet. Sie wissen ja, da ist diese Berliner Radfahrerin nun gestorben, wo hier die letzte Generation sich angeklebt hat und den Rettungswagen nicht durchgelassen haben. Jetzt sagt dieser Malte Torben, die Berliner Radfahrerin ist nun gestorben, aber an der Klimakatastrophe sterben wir alle. Das bringt, glaube ich, sehr, sehr vieles auf den Punkt, wie da ein bisschen Extremismus in seiner radikalsten Form zu erkennen ist. Erstens werden wir nicht alle an der Klimakrise sterben, auch der Malte Torben wird zu 99,99% nicht aufgrund einer Klimakrise sterben, sondern, keine Ahnung, weil er irgendwas anderes macht oder irgendwie eine Krankheit hat. Das Gleiche gilt für uns alle. Das heißt, hier wird eine Apokalyptik aufgebaut, als würden wir sofort und bald alle sterben, weil eben dieser Klimawandel den Planeten unbewohnbar macht. Und das ist schlichtweg falsch. Es ist wrong. Und diese falsche Grundthese, die sich so ein bisschen über den Mainstream natürlich als normal eingeschlichen hat, dabei ist es Extremismus, dabei ist es radikal, die sorgt dafür, dass wir unsere deutsche Industrie zerstören. Okay, kann man machen, aber dann darf man sich eben auch nicht wundern, dass diese Industrie dann weggeht, damit Jobs weggehen und damit unser Sozialsystem nicht mehr finanzierbar ist, während man gleichzeitig eine Einwanderungspolitik hat, wo man eben sagt, naja, da kommen viele und wie soll das eben mit unserem Sozialsystem auf Dauer funktionieren, verstehe ich persönlich nicht. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Cathy Wood, Rutsch in Deflation, sie sagt, ARK Innovation ist der neue Nasdaq, und dann Ölpreis mit wackeligem Anstieg, da geht es nach oben, weil man hofft, dass China die Corona-Politik ändert. Zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. 13:30 US-Arbeitsmarktdaten, das wird richtig wichtig. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.